So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen, dann würde ich sagen, wir gehen einmal hier. Gehen wir mal hier. Wie geschadet ist man da jetzt was Großartiges da kriegen, aber ja, was so ist. Was so ist. Überlegen wir sogar noch ganz kurz, aber ich glaube, wir müssen sowieso noch umschauen. Aber gehen wir mal ganz kurz. Mal nur kurzer Rund. Vielleicht könnte es ja sein, dass irgendwo eine Kiste noch da am Start ist. Ja, das Schwieger schaut schon mal so danach aus. Ja, genau. War ja eh klar. Na, ich bin sowieso gespannt, ob sie na, doch vielleicht ja noch ein bisschen länger mit uns da herumgehen wird. Könnte schon möglich sein, könnte möglich sein. Ich bin gespannt. Let's go! Okay, so, ich hab's mir da jetzt ein bisschen anders erwartet. Da drin aber noch gut. Man schon doch gehabt, Leute, wir machen auf. Ah, Zirkus, das ist das jenes. Hey, kein Schritt weiter. Männer haben hier keinen Zutritt. Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Ja. Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Was? Aber hä? Die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Oh. Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesem Typen eine runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos. Madame M. vom Massagesalon. Und Anjan, der Tänzer am Honigtöpfchen. Okay, bei den anderen zwar ist es ein bisschen problematisch, aber den anderen wissen wir wenigstens, wo der ist. Schreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Ja, müssen wir da wahrscheinlich irgendwie was machen, Berner. Ah, dann ist eh praktisch. Das ist eh praktisch. Voll praktisch. Wenn ich überall, haben wir schon gedacht, wir müssen da jetzt herumsuchen, da etc. Wo wir das dann einmal in der Stadt so gescheit auskennen. Oder wenn wir so wieder schauen. Beste. Eris, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja. Ich habe alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Oh Mann. Oh Mann. Der ist ja total verliebt. Ja. Das ist meine Bitch, hallo? Nein! Die gehört uns, die Alte! Ah, Wahnsinn! Na, da müssen wir definitiv zuvorkommen. Wir wollen ja eine Dreiecksbeziehung bei ihm. Oh Mann. Oh! Da kann ich. Ah, kann ich da futtern? Das wär's! Du siehst was, Christi? Bei uns herrscht freie Platzwahl. Ja, so kann ich denn nicht futtern? Was darf's denn sein? Ach, dann geh in Arsch. Hab mich schon gefreut gehabt, dass wir da fett essen gehen können, etc. Boah, das wär's, Alter. Das wär richtig geil gewesen. Ich bin gespannt. Was man. Er geht schon so enttäuscht. Geil. Oh Mann. Aber bei ihr, Alter, so muss man schon sagen, sie ist eine gute 9, 8. Ja, so. Ja, ich sag 8 von 10. Ja, 8 von 10. Also. Weil er sieht, wird es da schon problematisch, aber vorbei in der 8. Ja, ist das geil. Ist das ein Stepper oder was? Okay, tiefer. Ja, ist eine 9 von 10 wegen die Dinger. Aber sonst. Hallo? Die müsste mit rein. Ohne Probleme. Was wollt ihr denn schon wieder? Also, eins kann ich sagen. Wenn es nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen.
Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Wow. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt. Gut. Spielen wir. Ah, ich hab's gewusst. Das kann ja nicht so einfach sein, weißt du, was ich meine? Aber ich hab mir gedacht, bei jedem Einzelnen kriegt man da vielleicht eine Nebenmission aus. Das ist fair's. Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Huch. Ja, nehmen wir mal das. Bin gespannt. Avers. Schade. Avers. Nein. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Na, alles klar. Es gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Eieiei. Lass mich mal die Münze sehen. Nee. Nee. Ach, so ein Wichser. So ein Wichser. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! So ein Wichser! Einfach bei beiden! Oh, das hätte ich mir nicht erwartet. Ich hab mir gedacht gehabt, das ist wieder ein Ehrenmann sein. Aber nein, nicht einmal annähernd. Bis deppert. Scheiß Hurenkind! Wahnsinn! Aber es wäre geil gewesen, wenn man wirklich bei jedem Einzelnen immer so eine kleine Nebenquest noch zusätzlich dazu kriegt. Das wär's. Das wär's. Auf das hätte ich mich gefreut. Scheint noch nicht offen zu sein. Muss ich da warten oder? Was ist denn da? Vielleicht einen anderen Weg. Aber das haben wir ja schon seit. Vielleicht sollten wir es bei jemand anderem versuchen. Oder wir probieren es am Schluss. Das könnte vielleicht auch hin. Machen wir das einmal als letztes, hätte ich mal gesagt gehabt. Weil vielleicht haben wir, schauen wir, vielleicht haben wir da vielleicht sogar einen Hintereingang etc. Das ist ja vielleicht auch. Servus, grüß dich, Digi, servus. Na, ich muss da lieber raus. Aber wie ich das gehört habe mit. Ja, nice, ja, du Digi. Warte, da gehen wir jetzt einmal durch. Ich glaube, da sind wir noch nicht durchgegangen. Ja, Männer, guck mal, erst recht nicht eine. Aber Frauen, erst recht, wo ich mir dachte. Hä? Boah, der Chef. Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungen finstere Gestalten herum. Was wollt ihr eigentlich in Zukunft? Dann kann ich nicht einmal. Boah, das ist ein Wichser. Von wo kommt denn da überhaupt die Musik? Ja, geh einfach da weg, Alter, die gibt's ja nicht, Alter. Bah, so ein Wichser. Ja, wahrscheinlich dann vielleicht später bei einer gewissen Situation oder Trailer-Analysen-mäßig könnte vielleicht ja auch noch was Bestimmtes dazukommen. Wir haben nicht so viel verraten. Ah, schon wieder Absage. Geil. Geil. Ich geh rein und frag nach. Bleib du erstmal hier. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Ja, komm mit. Ist ja wurscht. Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Wo sie recht hat, hat sie recht. Also da hat sie definitiv recht. Wenn man gleich wieder rausgekommen. Super. Oh. Herrschaften,
Wookie, Wookie an zu. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde ja. Ansehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Was? Reserviert habe ich nicht. Oh. Dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. Was? 3 Jahre lang? 3 Jahre Durchfickerei. Mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe. Aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber, also, wie ist noch mit diesem Angebot? Wie viel zahlen wir denn da überhaupt? Scheißegal, 1000 geht, 10.000, wir haben alles. Und das außen wird zwar ein bisschen kompliziert, aber irgendwann noch einen coolen Run kriegen wir das Geld auch schon zusammen. Kein Problem. Ah, Wahnsinn. Geil, Alter. Voll geil. Voll geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also. Ach, du Scheiße. Ciao, ciao, Bulli. Ja, also. Dann probieren wir es heute. Das ist gar nichts mehr. Das weiß ich jetzt schon. Die hat schon so herumgeschrien. Hi. Huch. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay. Also Entspannung hört sich schon mal gut an. Was ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Mit oder ohne Happy Ending? Es ist so. Mit oder ohne? Dann Corneo vorstellig werden und Fräulein nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh. Warum muss immer mir das passieren? Du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Ja, dann zahlen wir halt einfach. Von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Hey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Oh, mit der Benin, hallo! Wenn dann kümmert sich dann schon das Premium, oder? Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange
mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Alter, der ist ja komplett verkrampft, dass ich mir damit dann erklär. Ui, ey, schon guck mal. Oi, oi, American Pastel. Oh mein Gott. Einmal nachgriffen, ist schon am Spritzen gewesen. Einmal das Höschenbüro, ist schon am Spritzen gewesen. So, ich glaub nicht nur, das ist steif bei ihr. Bist du jemand? Alter, willst du nicht gleich dazu regen, oder was? Alter, das kann man ja nur alles falsch verstehen. Allein schon, was sie sagt. Du kannst alles rauslassen. Den ganzen Ketchup. Dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist sie? Oder doch lieber hier? Selbst wie er darauf reagiert. Ach du Scheiße. Ja, jetzt ist es recht in der Hose alles. Scheiße. Können wir schon wieder alles waschen. Schön. Schau gerne mal wieder rein. Ja. Und wie war's? Hm? Wieso steuern wir sie? Okay. Ja. Was geht wieder ab? Wie hat er zum ersten Mal gespritzt, oder was? Was ist los? Gar nichts. Was geht ab? So gut war es jetzt, oder was? Also hat sich das Premium komplett ausgezahlt. Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja. Aha, mit Premium definitiv. Lass doch einfach mal eure Bitte hören. Was kann ich doch irgendwie mit dem reden, etc. Geil! Den durchbudert! Für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Na, na. Ich find's okay. Danke, Cloud. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Ja, sonst müssen wir wieder zahlen. Aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. What? Wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud. Du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Oh, das wär's. Dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? Ja, safe. Guter Junge. Lass kämpfen. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Ja, let's go! Ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte noch ergattern. Perfekt! Aber, huch, Digi! Die hat's drauf gehabt mit der Hand, hä? Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Okay. Wir machen die schon alle locker fertig, hätte ich gesagt gehabt. Locker. Also da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen. Ah, ich glaube, das sind wir jetzt so. Wow, 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 wow. Haben wir das schon... Nein, das haben wir noch gar nicht mal aufgemacht, gell? Ah, perfekt. Nice. Oh mein Gott, schon wieder 1200. Geil. Kann ich gut gebrauchen.
Ah, und da kann man ein bisschen kämpfen. Da sind sie ja aber voll motiviert drauf. Ist ihr was? Der Eingang hier ist nur für Zuschauer. Ah, okay, ja. Okay, passt. Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Egal, scheiß drauf. Pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Ja, dann ist sie praktisch. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Dann ist praktisch.